Petri Heil. Die Fischer dürfen sich freuen. Der Kanton Graubünden kommt ein modernes Fischereirecht über. Bei den Neuerungen sind einerseits Anpassungen an das Bundesgesetz notwendig, andererseits hat man die Wünsche der Fischer mit berücksichtigt. Der kantonale Fischereiverband hat vor allem festgestellt, dass es ein Problem darstellt, die Jungfischer, die Neofischer lang bei der Fischerei zu behalten. Und so sind es Anliegen, die alle in die Richtung zielen. Man möchte sogenannte Übungsgewässer schaffen, dass man mit den Jungen kann üben kann, mit den Neofischern, damit sie letztlich auch mehr Fangerfolg haben. Fangerfolg bedeutet Freude am Fischen aus der Sicht des Fischers. Die Neuerungen im Gesetz sollen also unter anderem den Fischereinachwuchs unterstützen. Das sei sinnvoll, meint auch der Koordinator der Jungfischerausbildung. Ich denke, es bringt sicher etwas, vor allem im Ausbildungsbereich. Also einerseits ist sicher die Übungsgewässer, die man in jeder Region ausscheiden will, damit man den Jungen auch praxisnah zeigen kann, was es heisst, einen schonenden Umgang mit dem Fisch, einen Fisch richtig anhaken, landen, also alles eigentlich praxisbezogen. Andererseits haben wir die Anpassungen der Patentgebühren, was sicher sehr positiv ist, dass Jugendliche nicht mehr so viel in Anführungszeichen für ein Patent zahlen. Dann haben wir auch sicher einen Bereich, was das Wartverbot anbelangt, wo man den Jungen natürlich neu aufzeigen muss, was es bedeutet, dass man neu warten darf. Neu darf man zum Fischen also auch ins Wasser steigen und muss nicht auf dem Trockenen stehen bleiben. Eine weitere Anpassung gibt es auch im Mitangelrecht. Ein ausgebildeter Fischer darf neu 2 Jugendliche zum Fischen mitnehmen. Man hofft, mit diesen Änderungen das Fischen für Junge wieder attraktiver zu machen. Wir gehen davon aus, dass wenn man den Wünsche vom kantonalen Fischereiverband kann entgegenkommen, wie es jetzt der Gesetzentwurf vorsieht, wo letztlich dann aber noch der Grosse Rat muss natürlich können bestehen, dass es tatsächlich attraktiver wird, sie Jungfischer zu sein und letztlich die Fischerei dann über die gesamte Alterspyramide dann rege und länger auch ausgeübt wird. Etwas, wo in unserem Interesse ist als Kanton. Und natürlich auch aus der Sicht der Fischereivereine ermöglicht, dass sie weiterhin ein attraktiver Verein sein können, um auch Mitglieder zu generieren. Der Grosse Rat beratet die Vorlage zum neuen Fischereigesetz in der August-Session.